Recht herzlich willkommen zur 106. Folge von Towns. Und wir sind hier im Spiel drinne. Und zwar haben wir letztes Mal wieder Leute dazu gekriegt. 39 immer, das ist Wahnsinn. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen, die alle anzukleiden. Da fehlte doch noch was, oder? Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meinte, nee, da sind schon alle angezogen, auch. Ah, da fehlen noch ein paar Hosen und ein Oberteil. Da auch Hose, Oberteil und da auch. Ne, es sind also noch einige, die noch was zum Anziehen brauchen. Wohl nicht, ja was, die müssen es nochmal holen, ne? Aber vielleicht sind die gerade am Schlafen, die jetzt nichts anhaben, ne? Das würde ja dann auch Sinn machen, ne? Dann haben die wahrscheinlich einen Schlafanzug an und dann sind die da nicht mit Rüstung ins Bett gegangen. Okay, schauen wir mal. Die laufen alle vorbei. Achso, wir hatten letztes Mal auch gesagt, dass wir hier oben beim Dschungel noch was machen wollten, ne? Also, das macht ja dann auch Sinn. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen hier mal so eine Reihe lang und da pflanzen wir dann gleich Bananenbäume hin. Banana? Und, ja, da ist schon... Da sitzen die Radizien. Die Reihe ist schon frei. Ist das jetzt schon angelegt oder nicht? Was würde er machen? Er macht es auch noch dann. Okay, die holen jetzt alle die lecker Bananen da weg und essen die wahrscheinlich auf, ne? Hm. Gut, müssen wir schauen. Jetzt wird es dunkel und hier hinten ist gar kein Licht. Das finden die ja wahrscheinlich gar nicht gut, ne? Dann denke ich mal, sollten wir vielleicht tatsächlich hier auch ein paar Kerzen hinstellen. Damit die alle glücklich und zufrieden sind. Die Perlen, die leuchten nicht von Kerzen, sondern die leuchten ja so, ne? 1, 2, 3. Ich stelle da Matrizen da eine hin. Shift-Taste nicht gedrückt. Das war also die einzige Kerze, die wir gerade gesetzt haben. 3, 1, 2, 3. Kerze. 3. Kerze. 3. 1, 2, 3, hier muss eine Kerze hin. Das ist aber doof, dann stelle ich sie da ein. 3. Da wäre die 3. Dann kommt auch da eine Kerze hin. 3. Und da stellen wir dann auch noch eine hin. Wir können auch einen Tacken noch schneller machen. Dann läuft das besser, ne? Und die Reihe ist schon fertig, da können wir dann auch was anpflanzen. Dahin, da ist der Bananenbaum. Da machen wir eine Reihe jetzt Bananenbäume hin. So. Ist die schon neu, die Kerze? Ich glaube ja, ne? Klappt doch. Passt. Und da ist noch eine Kerze gekommen. Wunderbar. Vielleicht machen wir noch eine rein. Ja, ich denke mal, da kann ruhig noch was hin. So, da. Kerze. Und da auch noch eine. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da wäre dann noch eine Kerze. Da ist aber was. Dann machen wir mal einfach daneben auf dem Sand eine, wenn die nicht da untergeht im Treibsand. Da ist auch noch eine Möglichkeit für Kerze. Ja, lass mal so. Gut, dann müssten wir allerdings hier... Ach, jetzt habe ich das da weggemacht. Da müssen wir gar nicht da, ne? Das ist Blödsinn. Wir müssen da und dort und dort und dort auch sagen, holen wir mal da 2 Bananen weg oder so, ne? Dann machen wir 3 Radieschen, haben wir auch 3. Dann klappt das schon. Und ist das hier mit den Bananen? Leckt Banane. Da machen wir eine hin. Und das Bananenbrot, ne, das war, glaube ich, auch ziemlich nahrhaft, oder? Jo, da gibt's auch eins. Hier gibt's noch Banana Pie. Komm, machen wir auch einen und dann ist ein bisschen Abwechslung im Laden. Oh, da kommt ein Händler, aber erstmal weiterlaufen lassen, weil der ist ja noch nicht da.
Gut. Hier sind einige drin, die sich entspannen. Das ist cool. Dann haben wir auch 63 von 78 schon wieder, ne? Wie sieht's denn mit Rüstungen aus? Das wollten wir auch noch reingucken gerade vielleicht. Da hat sich noch nichts getan. Da ist jetzt der Händler da. Was bringt er uns mit? Knochenrüstung. Aber ich nehme mal die Buchsen und die Oberteile. Da ist noch eine Buchse, da ist noch ein Oberteil. Und... Boah, 20 Kerzen hat er mit. Und ich kann ihm einen Knochen geben. Und dann ist das schon alles gewesen, was er haben wollte. Ja. Aber guck mal, hier haben wir genug Geld. Dann können wir das auch austauschen. Alles gut. Ja, er hat schon einiges hingelegt. Gucken, ob das auch angezogen wird, ne? Das wäre ja noch sinnig, oder? Die nichts anhaben. Ah, wir müssen vielleicht auch mal hier nochmal draufklicken, dann könnte das vielleicht auch noch funktionieren, ne? So, die anderen haben wir doch alle, ne? War das jetzt ein Held, ne? Ja, 39 Dinge sind noch da. Wieso sind die Helden alle gestorben? Na, okay. Der hat noch 5, oder? Haben wir halt jetzt nicht mehr. Eine Hose liegt da noch. Oh. Die entspannen aber gerade alle, ne? Die Hose weg? Ich glaube, die Hose ist auch weg. Ja, Getreide ist noch da. Sollte mit dem Brot noch funktionieren. Dies können wir mal ausmachen. Und das eigentlich auch. Dann sehen wir mehr. Gut, Äpfelbäume und Birnenbäume. Es ist ein bisschen knapp hier, ne? Könnte man weiteres noch anpflanzen. Hier hatten wir ja auch schon das. Die sind aber schon alle ziemlich abgeerntet, ne? Ich glaube, wir ziehen mal hier noch eine Reihe lang. So. Und die zweite Reihe daneben. Nur einmal Birnenbaum, einmal Apfelbaum. Guck mal dazwischen. Ach so, wegen den Kerzen haben wir da nichts gemacht. Alles klar. Ja, da müssen wir hier hin und Äpfel auswählen bzw. Birnen. So. Müssen wir kurz einen Moment warten, bis das da alle umgegraben ist. Machen sie aber, ne? Mindestens zwei auf jeden Fall. Das sind ja die Erntehelfer. Die sollten das wohl machen, oder? Wir haben mehr wie zwei Erntehelfer. Na egal. Wird gleich werden. Vier Felder da noch. Happiness ist bei 67, steigt auch noch. So, alles gut. Jetzt ist die untere Reihe schneller fertig wie die obere. Ich hätte jetzt gedacht, die obere wird schneller fertig, ne? Ein Feld fehlt noch. Mach das doch mal einer fertig, dann kann ich hier die Reihe anpflanzen. Da kommt er auch. So, dann gibt's da Äpfel. Und auf der anderen Reihe machen wir dann die Beeren, die jetzt gleich auch schon angepflanzt werden können. Fertig, ne? Ja. Gut. Haben wir das auch gemacht? Hier gibt's noch Kleidung. Guck, da Puschelhaare. Sehr. Häschen, Öhrchen sind weg. Kerzen liegen ja auch schon. Passt irgendwie nicht so ganz, ne? Aber naja, ist halt so. Die Kerze da oben steht. Da ist gar keine Kerze, oder? Doch, da ist alles klar. Egal, passt schon. Hier ist ein bisschen dunkel, ne? Könnte man was wegmachen. Red Gilt und dann gucken wir mal, ob wir da eine Kerze hinkriegen. Ob
geht. Oder auch nicht. Naja, geht nicht. Schade. Mit Destroy Stockpile machen. Ich glaube, der ganze Stockpile weg. Das geht dann auch nicht. Pech gehabt. Können wir nicht ändern. Läuft halt so. Was macht die Happiness? 68 von 78. Das sind nur noch 10 Punkte, die da fehlen. Die entspannen hier schon ganz nett. Drei Leute drinne. Die anderen wuseln. Erntehelfer sind hier gerade nicht unterwegs und ernten das Korn ab. So, schade, ne? Aber okay. Kommen wir klar. Steine sind schon genug oben. Zwei Helden nur. Ja. Hier wird sogar angepflanzt. Birnen und Äpfel werden gemacht. Ja. Oh, guck mal, das erste Baum gerade groß geworden. Passt. Neu angepflanzt gerade. Sollte alles funktionieren, oder? Hm. Sieht gut aus, auf jeden Fall. Happiness. Eben 68, jetzt 69. Das ist auch gut. Was macht der Keller? Ist schon ziemlich ausgehöhlt hier, ne? Ja, ist so. Da sind noch zwei. Ich glaube, das können wir mal alles abreißen, oder? Ja, mach mal weg. Ja. Mal schauen. Sollte gehen auf jeden Fall, ne? Da sind auch einige, die da kommen. Bergbauern. Und die jagen die Wände runter. Ja, hier müsste irgendwo eine Kerze hin, ne? 1, 2, 3 und dann da, okay. Da muss er hin. Ja, da können wir gleich auch noch welche setzen wahrscheinlich. Ist jetzt wieder dunkel. Destroy Stone. Und dann muss da gleich eine Kerze hin. Da. Macht er nicht? Oder sehe ich das noch nicht? Hm. Vielleicht sehe ich das hier nur nicht, das könnte sein. Eigentlich sehe ich. Ja, da liegt kein Stein, da ist nur der Steinboden. Ja, müssen wir abwarten. Da oben würde das auch mit dem Kerzen sein. Destroy Stone. Destroy Stone. Kerze dahin. Kerze dahin. Da ist keiner hingekommen, ne? Geht irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Das ist sehr komisch. Machen wir mal so ein, ob der geht. Ne, geht auch nicht. Ja, ist mir schleierhaft, warum da keine Kerze hingeht. Gut, aber das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Wir gucken mal hoch, wir gucken nochmal hier oben. 67 Feldgrad, das ist nicht gut. Hier im Dschungel werden keine Bananenbäume angepflanzt. Wahrscheinlich sind gerade keine Bananen da, das könnte auch sein. Können wir die abernten? Glaube nicht, oder? Doch, kann man abernten. Gut. Vielleicht kommen dann auch da ein paar Bananen hin, ne? Könnte auch sein. Radieschen sind auch da. Ja. Müssen wir dann schauen.
Gut, aber für die Folge würde ich sagen, soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.